Ja, herzlich willkommen zu den 10 Minuten Soziologie. Ich freue mich sehr, Volker Kirchberg zu begrüßen. Er ist Professor für Kulturorganisationen an der Leuphana Universität Lüneburg und er hält einen Vortrag zum Thema Die Stadt als Wachstumsmaschine, eine materialistisch-politökonomische Perspektive. Schön, dass du da bist. Danke, danke Anna. 10 Minuten sind nicht viel. Jetzt fange ich mal an, hier gleich die Stoppuhr laufen zu lassen. Wunderbar. In den 10 Minuten werde ich nicht viel machen können, außer dass ich mich insbesondere auf die Stadt beziehe, die mein Labor ist. Das ist die Großstadt, die in der Nähe von Lüneburg ist. Manche mögen Hamburg, manche mögen Hamburg kennen und manche mögen Hamburg nicht. Und in dem Rahmen muss ich gleich mal Full Disclosure sagen, ich bin Hamburger, ich bin in Hamburg groß geworden, ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens in Hamburg gelebt und deswegen darf ich kritisch über diese Stadt reden. Und Hamburg ist ein wunderschönes Labor für dieses Thema der Growth Machine. Und ich benutze jetzt das Wort Wachstumsmaschine häufig im Englischen, denn das ist natürlich eine sehr plumpe Übersetzung des Wortes Growth Machine auf Deutsch, Wachstumsmaschine. Ansonsten hat sich in den deutschen Stadtsoziologischen, ich muss noch mal kurz dazu sagen, dass ich auch Stadtsoziologe bin und das wird sich auch in diesem Vortrag wieder widerspiegeln, dass sich dieser Begriff Growth Machine in Deutsch als eingebürgert hat, das als Wachstumskoalition zu bezeichnen und das stimmt auch irgendwie. Worum geht es mir um diesen Begriff Wachstum? Und das ist natürlich gerade anhaltig des hier an dieser Universität stark gepflegten Nachhaltigkeitsdiskurses eine ganz wichtige Frage, wie wir dann mit diesem Begriff Wachstum umgehen. Und da lohnt es sich doch einmal mal in die letzten, und wie gesagt, 10 Minuten ist nicht viel, schon 1:30 um, da lohnt es sich ja schon noch mal kurz in die Geschichte Hamburgs zu gehen. Denn wir haben uns hier mit diversen Leitbildern der Stadt bzw. der Stadtentwicklung zu beschäftigen, die im Laufe der letzten 45 Jahre, sagen wir mal rund 40 Jahre festgelegt haben. Wir gehen jetzt wirklich ganz weit zurück, mehr als 40 Jahre, nämlich 50 Jahre zurück, wenn es um ein Leitbild geht. Und die einen oder anderen mögen dieses Modell kennen, ich liebe es einfach, von 1966, wer es nicht genau kennt. Rechts ist die Alster. Dann haben wir noch eine kleine Randbebauung entlang der an der großen Straße dort. Das Atlantikhotel durfte sich auch erhalten und hinter dem Atlantikhotel wurde alles abgerissen, sollte alles abgerissen werden. Und in der Mitte sieht man vielleicht noch den Turm der Kirche in St. Georg. Der pickt da so ein bisschen in der Mitte raus, aber drumherum ist dieses Modell gewesen einer wachsenden Stadt. Dieses Modell der Entwicklung St. Georgs ist tatsächlich ernsthaft diskutiert worden und vor allen Dingen damals promoted worden von dem riesengroßen Bauunternehmen, wir reden von den 60er Jahren, des DGBs, der Neuen Heimat, die das nämlich dann gebaut hätte, darin investiert hätte und entwickelt hätte. Für mich eigentlich das Emblem der wachsenden Stadt Hamburgs, auf der anderen Seite eben auch das Emblem, dass so etwas Gott sei Dank in dieser Stadt sich dann doch nicht hat durchsetzen können. Die Entwicklung allerdings einer Idee der wachsenden Stadt in einer Wachstumskoalition, auf die ich gleich zurückkomme, wurde deswegen nicht ad acta gelegt, weil dieses Modell nicht gebaut wurde, sondern wir gehen jetzt mal ein paar Jahre weiter in die Zukunft, nämlich in das Jahr 1983, als nämlich der damalige Bürgermeister Klaus von Donani einen ganz berühmten Vortrag gehalten hat vor dem Überseeclub in Hamburg. Das sind nur die ersten drei Absätze dieses Vortrages, das geht dann so weiter, wo er nochmal deutlich sagte, dass er 1983 wohlgemerkt schon Stadt als ein Unternehmen versteht. Und diese Stadt muss wie ein Unternehmen geführt werden. Es muss auch bedeuten, dass diese Stadt profitorientiert sein muss. Und es muss bedeuten, und das ist in diesen drei Absätzen für mich fast das Wichtigste, im letzten Absatz ist, die Zukunft Hamburgs hängt davon ab, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ob Wissenschaft und Technik, ob Politik und Wirtschaft, an einem Strang ziehen müssen. Auch Regierung und Opposition müssen in Grundfragen unserer Stadt immer wieder nach Gemeinsamkeiten suchen. Bedeutet schon mal, das Einnorden jeglicher mächtigen Institutionen und Organisationen in dieser Stadt auf diese Idee des Unternehmen Hamburgs oder anders ausgedrückt auf die Bildung und das Einschwören auf eine Wachstumskoalition. Das war sicherlich für Hamburg der Moment und mit dieser Rede, die eindeutig sich in dem Rahmen als zentral für die Entwicklung
einer auch SPD-Politik, aber natürlich nicht nur, da komme ich gleich drauf zu sprechen, einer SPD-Politik in dieser Stadt entwickelt hat. Man muss nicht weiter ankündigen, dass Hamburg seit dem Zweiten Weltkrieg fast durchgehend durch die SPD regiert wurde, zumindest mit einem SPD-Bürgermeister. Es gab da ein paar kleine Interregnum, auf die ich gleich nochmal eingehe. Aber die Idee dabei war wirklich, auch für die SPD Wachstum voranzutreiben. Und letztendlich ist mit dieser Rede 1983 nicht ohne Grund in einer Zeit, wo Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien regiert hat, ein SPD-Politiker wohlgemerkt, jemand, der sich verabschiedet hat von den alten sozialdemokratischen Werten und gesagt hat, wir müssen diese Stadt wie ein Unternehmen führen. Klar, kommen nachher auch in diesem längeren Aufsatz zwei, drei Hinweise darauf, wie Ronald Reagan das übrigens auch gesagt hat, der sogenannte Trickle-Down-Effekt. Wenn es dieser Stadt wirtschaftlich gut geht, dann werden davon auch die Ärmeren und Schwächeren, die sozial Schwächeren profitieren können. Das kommt grundsätzlich noch als ein Zusatz dazu. Aber zentral in dem Rahmen ist wirklich die Idee, wir müssen wachsen, wir müssen die Stadt wie ein Unternehmen führen und wir müssen eben gemeinsam, wie es hier heißt, an einem Strang ziehen. Diese Entwicklung wurde dann fortgesetzt durch die, und deswegen jetzt weg von der SPD, zu dem Ole von Beust-Senat 2001, die dann nämlich die Idee hatten, Metropole Hamburg, wachsende Stadt, als ihr Leitbild auch offensiv zu vertreten. Es ist nicht weit weg, das muss man deutlich sagen, von der SPD in dieser Zeit gewesen. Vielleicht auch nochmal als Hinweis darauf, das Prinzip der Hafen, dass die Idee der Hafencity ist nicht von der CDU 2001 entwickelt worden, sondern schon von Foscherau in den 90er Jahren. Also da gibt es eine Kontinuität auch zwischen den Parteien in Hamburg. Wichtig in dem Zusammenhang, das ist wieder ein Zitat aus dem Programm der Leitbildentwicklung für die Stadt Hamburg, wachsende Stadt, wachsende Metropole in dem Fall sogar, noch ein bisschen größer ist, als nur eine kleine Stadt, sondern eine Metropole zu sein, dass man sich im Jahr 2001 nicht nur auf eine Spitzenstellung in Deutschland verlassen sollte, sondern dass man eine Spitzenstellung im internationalen Rahmen sein soll. Und man soll sich halt vergleichen mit Kopenhagen, Barcelona, Wien, Seattle und Toronto als Maßstab. Bedeutet, das Wachstum ist international zu verstehen. Man soll in gezielte Wachstumsstrategien im Wohn-, Arbeits- und auch für die Lebensqualität, aber auch, und das ist nicht unwichtig in dem Zusammenhang, Wachstum der internationalen Bekanntheit erreichen. Da kommen zwei Aspekte zusammen. Zum einen Richard Floridas Rise of the Creative Class und die Entwicklung einer kreativen Stadt, die sich eben durch ein postindustrielles Wachstum gerade in dem Kreativsektor auszeichnet. Und zum anderen eben die Fähigkeit, postmoderne Elemente in die Stadtpolitik mehr Einfluss geben zu lassen. Bedeutet in dem Zusammenhang, es ist zwar wichtig, dass die Stadt tatsächlich wirtschaftlich wächst, aber mindestens so wichtig ist es auch, dass das Image dieser Stadt als wachsende Metropole nach außen kommuniziert wird. Das ist auch die Zeit, in dem halt die Bedeutung der Marketinggesellschaft, des City, des Stadtmarketings in Hamburg sich sehr entwickelte. Das heißt, Wachstum bezieht sich nicht nur auf wirkliches wirtschaftliches Wachstum, sondern Wachstum bedeutet auch ein Wachstum, wenn man so sagen will, des Images. Gut, das war die Zeit der Rechten, der CDU und mit der berüchtigten Schill-Partei am Anfang 2001. Dann gab es aber, je nachdem die Schill-Partei aus der Regierung gab und es eine neue Wahl kam, eine neue Regierung. Und die neue Regierung bestand dann aus CDU und Grünen. Und in der Zeit wurde eben dieses Leitbild der wachsenden Metropole weitergeführt. Man sprach weiter von der wachsenden Metropole, allerdings in dem Rahmen, weil jetzt die Grünen dabei waren, wie ändert man das dann? Naja, dann packt man auch ein Wort dazu oder drei. Hamburg ist dann die Metropole, die wachsende Metropole mit Weitblick. Das heißt, die Grünen haben dafür gesorgt, dass der Weitblick noch mit dazu kam. Also man kann das Ganze nochmal reflektieren. Ja? Ich sage jetzt nichts weiter, ob das symptomatisch für die Grüne Partei ist oder nicht, aber es ist schon interessant zu sehen, wie dieses Modell des Wachstums auch dann in dieser Stadt weitergeführt wurde. Und wir sind jetzt im Jahr 2014, SPD und Grüne bilden eine neue
Koalition und haben erst einmal gesagt, sie wollen gar kein Leitbild haben. Also das hieß tatsächlich die ersten Jahre dieser SPD-Grünen-Koalition, wir wollen nicht weiter mit irgendwelchen Leitbildern arbeiten, haben sich dann aber dann doch eines Besseren vielleicht belehren lassen und sprachen dann von einem Leitbild der Stadtentwicklung als grüne, gerechte, da sind wir schon grün, es kommt wieder sogar direkt vor, gerecht, da kommen dann die alten SPD-Werte vor, aber weiterhin wachsende Stadt. Am Wasser, klar, Hafen City wird jetzt betont. Das geht ja auch an der Bille weiter und so weiter. Die Perspektive in dem Rahmen bedeutet wirklich eben Stadtentwicklung in der Wirtschaftsmetropole, Metropole und die wachsende Stadt. Also alles in allem können wir davon ausgehen, dass das Leitbild sich nicht geändert hat. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die ganzen Texte durchzuarbeiten, aber das ist sicherlich das Leitbild, was für heute am meisten, hier ist zwar das, die Entwicklung bis zum Jahr 2020, wie diese Stadt sich weiterentwickeln wollen, ein Achsenplan, der schon von Fritz Schumacher in den 20er Jahren entwickelt worden, gilt immer noch als Grundlage der Stadtentwicklung dieser Stadt und es heißt ein räumliches Leitbild der wachsenden Stadt bis zum Jahr 2020. Das entwickelt sich, das gilt auch weiterhin. Es ist zwar ein bisschen vom Vokabular geändert worden, aber deutlich sieht man natürlich den Sprung über die Elbe Richtung Wilhelmsburg, Richtung Harburg als einen zentralen Bereich, der hier auch auffällt in diesem Zusammenhang. Weiterhin gilt weiterhin, sagt auch Olaf Scholz, dass die wachsende Stadt immerhin und weiterhin auch ein richtiges Konzept für Hamburg bleiben soll. Das heißt, es ändert sich, obwohl sich die Parteien ändern, die Entwicklung ändern, seit den 80er Jahren nichts, was dieses Prinzip der wachsenden Stadt angeht. So, das lässt sich jetzt im Ganzen erklären über das, was Harvey Mollage und John Logan schon 1987, Harvey Mollage schon in einem Aufsatz Ende der 70er Jahre, also in genau in dieser Zeit, als es zu den Änderungen Richtung Reagan, Richtung Thatcher und Richtung Donani in Hamburg gekommen ist. Genau in dieser Zeit hat auch Harvey Mollage seinen ersten Artikel zu dieser Idee der Growth Coalition geschrieben. Und diese Growth Coalition, die möchte ich jetzt ganz kurz zum Ende in den letzten 4 Minuten nochmal vorstellen. Die Theorie der Wachstumskoalition bietet eine Basis zur Erklärung der Stadtentwicklung an. Auf Basis übrigens der Theorie des theoretischen Paradigmas in der Stadtsoziologie der New Urban Sociology. Sie beruht dabei auf den antagonistischen Zielvorstellungen zweier Akteursgruppen in der Stadt. Zum einen verfolgen Immobilienhändler und Projektentwickler direkte und andere Unternehmer und Kommunalpolitiker indirekte Gewinnerwartungen an die Entwicklung der städtischen Bodenwerte. Dies ist die Gruppe von Stadtakteuren, die den Tauschwert des Haus- und Grundstückeigentums erhalten und vermehren wollen. Zum anderen verfolgen Bewohner und unmittelbare Nutzer städtischer Teilräume ihren eigenen Lebenserwartungen, die nicht mit den Gewinnerwartungen der anderen Gruppe vereinbar sind. Also noch einmal, das ist kein Modell, was alleine nur auf theoretisch neo- oder marxistischen Überlegungen beruht, sondern es ist sehr wohl, das sagen Logan Mollage auch, ein Kampf zwischen diesen beiden Seiten. Die einen betonen den Tauschwert des Bodens, die anderen betonen den Gebrauchswert des Bodens. Das sind halt die Bewohner und unmittelbaren Nutzer dieser städtischen Teilräume. Für sie besitzt der städtische Boden Gebrauchswert, also Zweckmäßigkeit, Ortsbezogenheit und lokale Lebensqualität, die erhalten und vermehrt werden soll. Ansonsten, wenn es diese Gruppe nicht geben würde, würde St. Georg heute ganz anders aussehen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Gewinn- und Nutzungserwartungen stehen in Opposition zueinander. Beide Gruppen, verkürzt als Immobilienwirtschaft und Bewohnerschaft etikettiert, beeinflussen durch ihre gegenseitigen Vorstellungen die Entwicklung des Bodenpreises eines Ortes und damit Stadtentwicklung. Darüber haben wir nicht die Zeit zu sprechen, aber über diesen Satz könnte man ein ganzes Seminar machen alleine. Das Modell dieser Growth Machine versteht sich somit als eine Soziologie der städtischen Eigentumsverhältnisse mit Betonung der Rolle der Immobilienwirtschaft. Unterstützt wird diese Gruppe durch die städtische Verwaltung und Politik, die sich als Wachstumskoalition für das Wachstum der städtischen Volkswirtschaft einsetzen. Wir ziehen alle an einem Strang, egal wer der Bürgermeister ist. Und der Gegenspieler allerdings ist eben die Gruppe, der den Gebrauchswert des Ortes einfordernden Bewohner und Benutzer städtischer Teilräume, die aber anders als bei den rein materialistischen Vorläufern dieses Modells ebenfalls Einfluss auf die Stadtentwicklung haben können. Ohne jetzt groß darauf einzugehen, könnte man vielleicht das Recht auf Stadtnetzwerk in dem Rahmen als einen dieser Gegenspieler bezeichnen.
Ganz zum Schluss nochmal, wer verbirgt sich hinter der Wachstumskoalition? Das sind die lokalen Eliten, das steht hier auch nochmal, vor allem aus der Immobiliengesellschaft, aus dem Immobiliengeschäft, die Banken und die Versicherungen, die im englischsprachigen Raum immer als FIRE-Sektor bezeichnen. Financial Insurance und Real Estate Sektor. Also Investoren wie Projektentwickler. Und weitere dominante Unternehmen, die alle deutliches Eigeninteresse am Wachstum ihres Raumes haben, ihrer Stadt haben. Das ist natürlich in Hamburg vor allen Dingen der Hafen. Nebenrollen übernehmen allerdings auch die lokalen Medien. Das ist ganz interessant, was dieses an einem Strang ziehen angeht, nämlich Rundfunk- und Fernsehstation, die Lokalpresse. Das Hamburger Abendblatt wäre es wert, da eine Diskursanalyse zu machen im Rahmen dieser Wachstumskoalition. Damals noch der Stadtwerke, da bin ich mir heute nicht mehr so sicher, der Universitäten, die in dem Rahmen eine ganz große Rolle spielen, immer mehr auch professionelle Sportteams in Zusammenarbeit mit den Medienkonzernen und Unterhaltungskooperationen unternehmen, aber auch Hochkultureinrichtungen wie Theater und Museen, Ausstellungen und Festivals, die nicht Opfer, sondern Täter sind, weil sie Bestandteil dieser Wachstumskoalition sind. Neugestaltung und Unterstützung bestehender Kulturstätten trägt zum wirtschaftlichen Erfolg der städtischen Nachbarschaften und auch gerade bei kommerziellen Großprojekten bei. Das Ganze bezieht sich auf Texte aus den 80er Jahren, aber das kann man heute eins zu eins auf die städtische entsprechende Funktion der Elbphilharmonie zum Beispiel. Gut, diese Spannung zwischen beiden Seiten ist etwas, was mich in dem Rahmen der Anwendung dieser Theorie auch weiterhin interessiert. Und ich bin insbesondere eben daran interessiert zu überlegen, ob diese Theorie, die in den 80er Jahren entwickelt wurde, heute auch noch für eine Stadt wie Hamburg Gültigkeit hat. Ich behaupte mal ja, aufgrund der hier dargelegten kurzen Evidenz, die ich habe. Aber das nochmal in einem komplexeren Rahmen durchzuführen, wäre sicher etwas, was ich in den nächsten Jahren gerne weiter durchführen möchte im Rahmen meiner Studien. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.